Hallöchen meine Guten, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf 9999 Dinge. Wir befinden uns wieder in der Bastelideen-Challenge mit den 100 Euro Folia-Produkten und ich möchte mal gucken, was ich da so alles daraus zaubern kann. Natürlich Karten. Karten stehen im Vordergrund, weil ich das einfach so toll finde, wie man so unterschiedliche Karten mit fast selben Materialien irgendwie herstellen kann. Und heute arbeite ich endlich mit dem Korkpapier. Da habe ich mich mit am meisten drauf gefreut und ich zeige euch das mal kurz. Es gibt nämlich drei verschiedene Ansichten. So, drei Blätter sind drin, hier seht ihr schon, ich habe schon was ausgestanzt. Und zwar gibt es einmal diese Ansicht, diese und diese. Also mega schön. So, ihr konntet es schon sehen, ich habe ausgestanzt. Ich habe es gleich mal probiert, ob es dafür auch geeignet ist. Geht super und es geht sogar super für Schriftzüge. So, ich habe mir ja das Thank You ausgestanzt. Hier habe ich noch nicht weiter bearbeitet, einfach weil da hinten ja diese Klebefolie dran ist. Und das mache ich dann, wenn ich das Ganze auf die Karte bringe. Also das habe ich mir ausgestanzt. Dann habe ich mir dreimal diese Formen ausgestanzt. So, das wird das sein, was ich mit Kork jetzt dann verbasteln werde. War das jetzt ein richtiges Deutsch? Keine Ahnung. So, ich habe mir die Karte genommen. Das kommt aus den Doppelkarten Set 150575. Da sind ja noch so Einlegeblätter dabei und auch Briefumschläge. Und auch die Briefumschläge verziere ich immer mit, teilweise zumindest. Und ja, dann würde ich sagen, fehlt noch was. Und zwar Washi-Tape. Ich möchte das Ganze mit Washi-Tape machen und es wird so sein, dass die komplette Karte jetzt mit Washi-Tape beklebt wird. Ich möchte einfach gucken, wie sieht das aus? Sieht das gut aus? Sieht das weniger gut aus? Und ja, so, es wird dann so sein, dass ich auch noch die Klebepunkte benötige. Wo habe ich sie? Die hatte ich nicht bei meiner letzten Idee. Genau, hier sind sie. So, die benötige ich dann auch noch. So, ich habe mich für diese entschieden, einfach weil die sehr schön zu dem Kork passen. Ich wollte eigentlich hier so mal Ananas oder so. Mal gucken, nehme ich vielleicht in einem anderen Video. Hier sind diese vier Stück, das war in so einem Set drin und die gibt es aber auch einzeln zu kaufen. So, jetzt werde ich mir das Washi-Tape hier aufbringen. Es gibt keine Anordnung. Ich werde das jetzt einfach so machen, wie ich denke, dass es richtig ist. So. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und beim Inspirieren lassen. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Und jetzt nehme ich mein Lineal und schneide hier an der Kante die Reste ganz vorsichtig ab, dass ich auch keine Karte erwische. Da lege ich mir das Messer hier so hin, das Lineal, und schneide mit dem Messer das jetzt hier so ab. So, das wäre fertig. Ich finde das richtig schick. Ich hatte eine Zuschauerin bei einem anderen Video, die hat geschrieben, oh, wo ich gehört habe, du willst das komplett mit Washi-Tape machen. Hatte ich ein bisschen Angst, hat sie oder so ähnlich geschrieben. Ja, und dann sagt sie auf einmal, sieht das richtig gut aus. Und ich finde wirklich, mit Washi-Tape kann man Motivpapier sehr, sehr gut ersetzen. Also ich finde das richtig schick. So, und jetzt muss ich einfach nur noch meine Teile hier drauf bringen und mehr möchte ich gar nicht machen. Das soll das dann schon gewesen sein. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich die hinmache, gerade.
Ja, ich könnte jetzt hier oben noch was drauf machen, aber ich finde eigentlich, das Washi-Tape ist so der Hingucker. Das Kork oben drauf auch nochmal. Und hier habt ihr gesehen, habe ich zwei so gleiche gemacht. Und zwar, weil ich da diese Thank You drauf machen möchte. So. Ja, klar könnte jetzt noch was drauf, aber ich wüsste jetzt im Moment nicht was, weil das Kork ist eigentlich sehr, ja, kommt sehr gut zur Geltung unter dem Washi-Tape. Und das lasse ich auch so. So, jetzt befestige ich alles dadurch, dass es ja hier Klebeband ist. Klebstoff ist, könnte ich es jetzt einfach draufpappen. Möchte ich aber nicht, weil ich das Ganze erhöht haben möchte. Also nehme ich jetzt meine 3D-Punkte. Mache mir hier ein paar in der Mitte hin. Es gibt auch größere Klebepunkte. Ich habe mir jetzt nur die kleineren bestellt. Mit größeren wäre es natürlich praktischer. Da bräuchte man dann nicht so viel Papier abnehmen. Und ein gutes hat es noch, wenn derjenige Kork mag, kann er theoretisch sich das dann von der Karte abziehen, weil hier ja das Kleb noch dran ist. Das Klebzeugs. So, und dann bringen wir das einmal hier auf. Wenn es klebt, dann klebt. Dann klebt's. So, welche Größe hat man hier? 15 ungefähr. Da könnte ich zwischen 10 und 5. Dann machen wir es hier hin. So, hier ist erhöht. Das nächste. Und dann das nächste. Und so sieht die Karte dann aus. Echt schön. Produkte wie immer unten verlinkt, falls ich sie denn im Internet finde. Viele Produkte habe ich auch noch nicht gesehen, weil die ziemlich neu sind. Also einfach mal den Namen eingeben oder so. Vielleicht habt ihr ja auch ein Bastelgeschäft, wo es sie da gibt, wen es denn da interessiert. Und meine Guten, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Es hat euch gefallen. Und vor allen Dingen habe ich schon ganz viele andere Dinge gebastelt. Schaut einfach mal auf dem Kanal nach oder auf der Webseite. Da seht ihr das alles. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Bis bald, eure Katrin.